In allen Produkten, die wir täglich verwenden, versteckt sich unsichtbare Energie, auch graue Energie genannt. Aber was heißt das genau? Ganz einfach, das ist jene Energie, die für den Abbau der Rohstoffe sowie Produktion, Lagerung, Transport und Entsorgung gebraucht wird. Wusstest du, dass in dieser Tafel Schokolade so viel Energie steckt, dass du eine LED-Glühbirne 25 Stunden lang leuchten lassen kannst? Aber auch in elektronischen Geräten versteckt sich viel graue Energie, wie zum Beispiel in diesem Laptop hier. Hier sind 1000 Kilowattstunden graue Energie enthalten, bevor du ihn überhaupt das erste Mal eingeschalten hast. Damit könntest du über 40 Tage lang ununterbrochen staubsaugen. Mit grauer Energie sollten wir also achtsam umgehen. Aber wie? Hier sind drei kurze Tipps. Tipp Nummer 1, lokale Produkte einkaufen. Tipp Nummer 2, saisonale Produkte einkaufen. Denk da mal drüber nach. Tomaten aus dem Wiener Glashaus im Jänner sind schädlicher, als Tomaten aus Afrika mit dem Flugzeug einfliegen zu lassen. Und Tipp Nummer 3, Secondhand kaufen. Möchtest du graue Energie sparen? Dann achte generell einfach darauf, deine Dinge länger zu benutzen.